Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer neuen Runde Worg. Ist schon ein bisschen her und ich kann mit Freude verkünden, ich habe jetzt endlich meine Teile für meinen neuen Rechner zusammen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist tatsächlich die CPU. Das wird ein i9-9900K und das Asus ROG Thor Netzteil mit 850 Watt. Die beiden Dinge fehlen mir noch. Dann kann ich den jetzigen Rechner, den ich habe, zum Streaming- und Renderrechner umbauen. Habe ich schon mal drüber gesprochen. Für alle, die es nicht wissen, die wissen jetzt auch Bescheid, was damit gemeint ist. Ja, und die übrigen Teile, die kann ich hier noch schon mal kurz einblenden. Genau, und der Gaming-Rechner, der besteht dann aus, was haben wir hier, eine Seagate mit 4 TB, die Elgato, das kommt dann aber später in den Streaming-Rechner. Wasserkühlung von Asus, die neue, mit 3 Lüftern. 32 GB RGB RAM von G-Skill, das Asus Maximus Formula Board für den Z390 Chipsatz. Dann haben wir hier noch eine schöne M2 SSD 970 EVO mit 1 TB, ein paar Lüfter und das ist, glaube ich, das geilste, das Fantex Evolve X als Gehäuse. Ja, genau, das ist, sitzt dann in dem neuen Gaming-Rechner drin, wie gesagt. Muss gucken, das wird wahrscheinlich irgendwie Anfang November, Ende Oktober, je nachdem wie halt die Lieferzeiten sind. Und dann wird auch mehr gestreamt und so, was jetzt echt impossible ist. Das macht keinen Spaß. Ich bin ein bisschen früh dran heute, was das Spielen angeht. Musste aber leider trotzdem hier, muss ich immer alles verdunkeln, weil sonst bin ich hier hell erleuchtet. Das geht gerade gar nicht, so stark wie die Sonne scheint. Das ist halt der Nachteil, wenn man auf der Sonnenseite wohnt, wo morgens die Sonne aufgeht und dann schön die Sonne reinböllert, da hat man keine Chance. So, wir starten mit einer Runde Marion. Das ist schon wieder ein bisschen her, ist aber okay. Das macht halt keinen Spaß, ne? Habe ich schon mehrfach gesagt, dass wenn ich dann wirklich am Rendern bin oder so, dann ist man 2 bis 3 Stunden, ist mein Rechner unbrauchbar und dann ist man schon von der Laune, hat man dann schon keinen Bock, was aufzunehmen. Das wird sich aber dann ändern, weil dann kann ich parallel halt das da einmal nebenbei laufen lassen und kann dann meinen Hauptrechner oder meinen neuen Rechner dann halt einfach so benutzen. Der leckt ja auch überhaupt nicht. Vor allen Dingen kann ich dann auch mal anderen Content ein bisschen besser denken. Ich weiß, das ist jetzt nicht so, die meisten gucken Warwalk. Darum sage ich, solche News-Dinger versuche ich auch jetzt immer so Update-Sachen oder Neuigkeiten, wenn da mal was Neues ist, immer ein Warwalk-Video einzubauen, weil ich weiß, das wird. Macht dann ja auch Sinn. Warwalk ist halt mega empfindlich. Dann nebenbei aufnehme, so wie jetzt. Warum ist schon hart angegriffen. Sagen wir mal so, optimal ist was anderes. Was ist denn mit meinem Crosshair los, ey? Wieso ist denn das so dünn? Wieder. Einer natürlich schon wieder alle Nades verböllert. Oh, das läuft hier gut. Aber ich fühle mich dann auch mal ein bisschen so angerostet, ne? Eingerostet, weil ich habe jetzt auch jetzt hier kein Aufwärmspiel gemacht. Legendäre Aufwärmspiel. Och, der Papa braucht das nicht. Der feedet, der kackt schon so rein. Da braucht er nicht auch noch sich für aufwärmen. Dann noch ein. Tatsächlich, ich glaube, da hinten war aber noch ein. Oh, da ist er. Oh, ich glaube, das ist gerade mein Monitor, mach mal Faxen. Ist das so ein weißer Streifen? Ah, jetzt ist er weg. Ganz komisch.
Muss ich den Monitor mal kurz an- und ausschalten, dann läuft das wieder. Ist so, als wenn der Monitor in zwei Hälften geteilt ist. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass das ein 2K-Monitor ist und ich dann immer mit LOD spiele. So, ja, dann ziehen wir uns halt wieder zurück, ne? Oh! Scheiße, hätte ich wahrscheinlich keinen Schuss am Anfang gefressen und Ficken gehabt. Bitte. Der, bitte. Soll ich den noch 26? Ah. Macht Sinn. Oh lol, jetzt bin ich Medic, das wollte ich gar nicht. GG. Lass ich wieder. Wenn ich vergessen habe, alle Specs von den neuen Rechnern habe ich schon aktualisiert unter dem Twitch-Kanal. Wie immer, Cooper41 steht auch unten in der Beschreibung. Ey lol, dann klaut er mir den. Steht auch unten in der Beschreibung von meinem Twitch-Kanal. Ich will hier nicht immer die ganzen Specs in jede Beschreibung-Video haben. Dann hau ich das, so wie viele das machen, was man so an Gear und so hat, immer unter dem Twitch-Kanal. Wie gesagt, da findet ihr das Setup vom Gaming-PC dann und Stream-PC. Was dann halt mein jetziger Rechner ist. Für alle, die sich interessieren, ja. Irgendwie muss ich das hier gerade, weil das hier gerade nicht so spannend ist, überbrücken. Ja, wo seid ihr da? Scheiße, der hat mich gesehen. Läuft heute richtig rund bei mir. Ja, ich weiß eigentlich, es stinkt, aber. Man dann wirklich, wenn man mal so Pausen einlegt und dann mal so ein paar geile Games hat, dann macht Woche richtig Spaß. Ohne Scheiß jetzt. Ohne. Hashtag nur Add No Sponsor. Ich hätte ihn da jetzt. OVC. Boah, ja. Witzigerweise, ich kann nicht mal meinen Rechner overclocken, weil ich nur einen 3770er habe. Und das ist keine K-Version, also das heißt, der Multiplier ist nicht offen, ich kann nicht overclocken. Und mein Mainboard ist auch nur ein stinknormales Mainboard, da ist auch nichts mit Übertakten drin. Vielleicht schon, aber. Nee. Ganz ehrlich. Und ich nehme noch nebenbei auf. Ah, das war greedy. Und drittens soll OVC gar nicht mehr möglich sein. Screw you! Ja, ist erst mental ein bisschen angefressen, was er da halt gekriegt hat. Wenigstens schreibt er nicht, dass ich ein Hacker bin, das ist doch schon mal was. 10 von 10 Punkten. Warum schmeiße ich die eigentlich da wieder so dumm hin? Da geht doch sowieso keiner rein. Lol.
Oh shit, Alter, da war noch einer. Ah, da sind die echt alle rumgelaufen, hätte ich mir denken können. Er macht das jetzt, easy, easy klatsch. Ah, die Ave ist aber auch manchmal Hurensohn, ey. Aber er hat ein HP-Kit. Er macht das jetzt easy. Locker. Locker flockig macht er das. Ganz easy. Das trägt er so nach Hause. Ja, natürlich müsste er auch auf den Gegner schießen. Was ist der andere? Ballert den da ständig. Ein glorreiches Ende. Hat sich nicht mal gewehrt. Das ist dann schon die 90. Folge, die dann rausgehen. Das gibt es nicht. Ich fast verkackt. Wer jetzt? Mach ich. Eigentlich hätte er tot sein müssen. Jetzt auch mal wieder mit nubbeliger Farmers, ey. Ja, oh, und was auch wichtig zu sagen ist, die Grafikkarte, die jetzt hier drin ist, das ist ja eine 1080, die kommt natürlich in den neuen Rechner. Ja, also hier kommt dann wieder die, in den jetzigen kommt dann wieder meine alte 660 rein. Und in den anderen kommt die 1080. Total geht. Aber wie gesagt, steht da ist in Twitch. In Twitch, unterm Twitch-Kanal. So. Schon richtiges Deutsch verwenden. Und ich denke, das reicht auch, ja. Also wenn man sich, ich weiß ja nicht, wie auf Hardware-affin und wie euch das alles so interessiert, aber die neuen Grafikkarten von Nvidia, die sind doch schon echt teuer. So, die 2080, die zwar schneller ist als eine 1080 Ti, glaube ich, soll die sein. Aber 900 Euro. Die 2080 Ti kostet bei manchen Custom-Herstellern 1300 Euro. Ey, da kaufen sich andere nicht mal einen PC für. Und 1080 völlig fein. Völlig fein. Für zwei, ich habe ja nicht mal 4K, 2K. Dann vielleicht hier und da nochmal ein paar Settings runter, ne? Also. Braucht da nicht dieses super Sampling und Kantenglättung und so, das kostet halt unnötige Ressourcen. Kantenglättung ist ab meiner Meinung nach ab einer bestimmten Auflösung auch gar nicht mehr so wichtig. Aber wenn ich da 4K-Monitor habe oder ein 8K, dann brauche ich keine Kantenglättung mehr. Finde ich aber auch. Ich wollte schon wieder die Enter-Taste drücken, um da was zu schreiben. Einfach lassen. Schade, dass wir es verloren haben. Ein glorreicher finaler Kampf. Schade. Ja, eine Runde oder vielleicht sogar zwei Runden sind noch drin, je nachdem.
Gerne oder gar nicht. Ja, die Auswahl an Räumen ist natürlich gering an so einem Friedensraum. Was ich natürlich auch schade finde, weil sonst könnte ich immer sagen, so, bam, ich spiele jetzt mal eine Runde Warlock, ja, scheiß drauf. Ist halt schwierig geworden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Müsste ich ihn ja fragen, ob der auch den neuen Prozessor hat. Immer noch das Map-Kill-Event hier auch, ja. Der Wahnsinn. Oh, uiuiuiui. Ich frage ihn gleich mal nach dem Game, ob er den neuen Prozessor vorbestellt hat. Das wäre richtig lustig. Oh, jetzt. Uiuiuiuiui. Da kommt er mit klar. So, Ansagen. Muss ich heute wirklich sagen, heute ist ja Zucker, was hier läuft. War ich ja besser wie Deutschland gegen Niederlande. Shit, Alter. Gar nicht gut. Verrecken auch noch alle. Eieiei, der ist aber am Lagen, ja. Shitty McTitty, ey. LOL. Okay, das war jetzt krass. Also ich... Scheiße, Alter, das hat nicht gereicht. Nice. Easy Clutch. So. Ja, da habe ich zu viel gespottet, dann schon läuft das nicht mehr. Oh, da kann man ja reinwerfen. Ne? Können wir uns hier ja noch anstrengen, oder was? Oh, nee. 24. Ich bleib da hängen, Alter.
Gott. Diese KKP-Kids. Krass. Oh, Mann. Warum müssen wir noch 2 gegen 4 spielen? Was soll das denn? Sie hören nicht mal die Nails. Das halt jetzt bitter. Oh Mann, ich werde von 3 Seiten beschossen. Scheiße, ey. Ja, wenn er das noch schafft, ja. Kaputt. Ja, schade. Ja, ich denke, es ist eine gute Zeit, ne? Wir sehen uns, ne? Wie gesagt, es geht bergauf. Auf Wiedersehen.